Hallo, schönen guten Tag aus Portugal. Es gibt Neuigkeiten. Ich warte noch mal einen Moment. Hallo, schönen guten Tag an die Ersten, die hier reingekommen sind in den Livestream. Ich grüße schon mal ganz herzlich aus Portugal. Es gibt tolle Neuigkeiten und wir warten noch mal einen kleinen Moment, bitte. Ich sitze hier in Tavira, einem kleinen Küstenort hier in der Ostallgäu. Und wir warten noch mal, bis ein paar Leute reinkommen. Ihr seht, das Wetter ist fantastisch. Und ja, ja, auch wenn hier nicht alles super ist, liebe Leute, wer denkt, ich lebe hier im Paradies, gerade in Laien, das ist auch nicht so. Ich hatte gestern auch einen schwierigen Tag, nachdem ich mich über die Geimpftenzahl in Portugal hier noch weiter informiert habe. Hallo an alle! Und es geht genauso wie in Deutschland auf und ab. Der einzige Unterschied ist einfach, dass ich endlich wieder meine Hautfarbe zurück habe, die ich am liebsten habe, nämlich leicht gebräunt. So, wir starten einfach mal. Wer jetzt später reinkommt, der schaut sich's doch mal von vorne an. Ich will es heute nicht so lang werden lassen. Ich kann leider nichts lesen von euch, aber ich sehe die Herzchen. Dankeschön dafür. Und zwar gibt es Neuigkeiten. Ich habe gestern Kontakt mit Aktivisten aufgenommen hier in Portugal. Denn wer glaubt, dass ich hier Urlaub mache oder mich irgendwie vom Acker mache in Deutschland oder von der ganzen Arbeit, nein. Dem ist nicht so. Ich habe gestern Kontakt zu den Aktivisten von der Worldwide Demonstration Portugal aufgenommen und habe dort einer von der Organisation der Wikiquiten eine Sprachnachricht über Telegram geschickt und habe mich heute Morgen sehr, sehr, sehr gefreut. Sie hat mir eine Sprachnachricht zurückgeschickt mit ihrer Telefonnummer und ich sage euch kurz den Inhalt ihrer Nachricht. Also sie war unheimlich froh. Sie hat gesagt, der Himmel schickt dich, weil sie Probleme hat, immer Livestreamer aus dem Ausland zu bekommen. Und das ist ja auch der Sinn meiner Reise, dass ich natürlich hier auch weiter aktiv bin in Sachen Corona, euch berichte natürlich und das hier einfach aus der Sonne, damit ich diesen Winter gut überstehe. Ja, die Dame hat, wie gesagt, zurückgeantwortet und sie freut sich wahnsinnig darüber, über das Interesse, dass man die Worldwide Demonstration am 20. November, übrigens logischerweise weltweit, auch für euch in Deutschland, dass ihr schon Bescheid wisst, unterstützt das wieder und weiterhin. Die Demonstrationen sind extrem wichtig. Ich versuche mit einem Livestream dann hier am 20. November aus Portugal von dieser Demonstration zu berichten. Wir haben jetzt den ersten Kontakt. Ich werde Sie zurückrufen. Und ja, ich weiß nicht genau, wo es ist. Ich vermute in Lissabon. Das habe ich noch nicht rausbekommen. Und für alle, ich war ja in Spanien gewesen, habe auch dort versucht, Kontakt zu Aktivisten aufzunehmen und habe dort in der Telegram-Gruppe geschrieben. Und leider ist dort keine Resonanz gekommen. Da war ich auch wirklich sehr enttäuscht gewesen, weil ich denke mal, es ist gut, wenn die Aktivisten sich miteinander weltweit verbinden. Und ja, sie war super froh, eine ganz empathische junge Dame. Ich freue mich wirklich sehr und werde euch natürlich weiter berichten. Das sind die wichtigsten Neuigkeiten hier von mir aus Portugal. Und ich bin, wie gesagt, gerade in Tavira. Und hier ist es so, dass doch auch überwiegend die älteren Menschen eine Maske tragen in der Öffentlichkeit, obwohl man es nicht bräuchte. Aber beim Vorbeigehen habe ich oft mitbekommen, dass es sich oft auch um Deutsche handelt. So sieht es aus. Mich triggert das, Sie wissen das, aber es ist so. Ich muss es ja nun nicht und ich tue es auch nicht. Ja, ich glaube, das ist das Erste, was ich Ihnen jetzt hier aus Portugal freudig berichten möchte. Ich habe es geschafft, dort Kontakt hinzubekommen. Und sie sind auch sehr, sehr froh. Und ja, ich wünsche euch einen wundervollen Tag nach Deutschland. Hier ist es wirklich sehr, sehr schön. Und sie sehen auch, dass ich einfach auch mal wieder strahle,
mir tut das Ganze sehr, sehr gut. Und aber ich bin weiterhin mit dabei und für euch mit hier einfach aktiv. Also liebe Grüße nach Deutschland und ja, grüßt alle lieb, die ich auch kenne. Und wer möchte, teilt das Video. Ich finde, das sind schöne Neuigkeiten, dass wir uns einfach international besser vernetzen, damit wir auch im Ausland solche Bilder wie hier dann aus Portugal bekommen. Also in diesem Sinne, tschüss, lasst es euch gut gehen. Tschüss.